bitte nochmal zu. Am Rosenmontag findet in unserer Schule eine Faschingsparty statt. Jede Klasse soll sich etwas Schönes ausdenken. Cool, wir machen ein Grusel-Labyrinth. Ja, oder eine Hexenkochschule. Ihr wisst schon, dass kein Halloween ist. Wir brauchen auf jeden Fall Deko, Girlanden und so. Stimmt, ich sammle eure Ideen an der Tafel. Ein paar Tage später. Juhu, heute ist Fasching. Ich suche schnell mein Kostüm heraus und Mama muss noch meine Haare einsprayen. Was ist das denn? Das ist ein Kostüm. Ein Feenkostüm? Na toll. Haha, Papa, wie siehst du denn aus? Sehr witzig. Toll, wir sind fast alle Feen. Ich bin ein Rockstar. Du siehst aber lustig aus, Freddy. Na kommt, ihr müsst in die Schule. Sagt mal, Jungs, wollte Herr Winter heute nicht einen Geografietest schreiben? Och nee, das habe ich total vergessen. Aber das kann er doch nicht machen. Heute ist schließlich die Party. Naja, erst ab der zweiten Stunde. Oh, da kommt Herr Winter ja. Mit seiner Aktentasche. Halt, stopp! Was möchtest du denn mit der Tasche? Die kommt schön hier rein. Nicht, dass du noch auf die Idee kommst, Unterricht zu machen. Aber, nichts aber. Später bekommst du sie wieder zurück. Herr Akintola ist einfach der coolste Lehrer. Allerdings. Guten Morgen. Ja, der Test wird verschoben. Kümmern wir uns lieber um euren Klassenraum, bis eure Klassenlehrerin kommt. Was habt ihr denn geplant? Bei uns kann man sich Getränke zusammenmixen. Das ist ja eine gute Idee. Guten Morgen. Ah, super. Ihr habt die Girlanden schon aufgehängt. Hier sind die Getränke. Stellt sie schon mal auf und ich hole noch schnell die Gläser. Wow, so viele Getränke. Hier gibt es auch Obst. Das kommt am besten hier rein. Sehr schön. So, Tim und Bennett, ihr betreut als erstes unseren Klassenraum. Ich nehme einen Apfel und zwei Bananen. Lilly, kommst du mit runter? Ja, gleich. Hehe, das wird lustig. Was ist das denn? Wollt ihr mich vergiften? Nein, das war Adrian aus der 8. Er hat Salz in dein Getränk getan. Mann, er macht doch nur Quatsch. Dann mixe ich es eben neu. Ja, das schmeckt gut. Jetzt will ich aber auch etwas probieren. Ich mische Kirschsaft mit Apfelsaft. Das schmeckt gar nicht mal so schlecht. Okay, Dennis und Felix sind da. Komm, wir schauen uns die anderen Klassenräume an. Hier ist der Klassenraum von der Akintola. Das kann ja nur gut sein. Wir haben ein Parcours für euch aufgebaut. Wer ihn meistert, darf sich eine Belohnung aussuchen. Cool, das kann ich gut. Die Leiter ist ziemlich wackelig. Gerade noch geschafft. Sehr gut, Tim. Ich nehme diesen Donut hier. Kommt, wir gehen in den Biologieraum. Hier könnt ihr mikroskopieren. Wer errät, was ich auf den Objekttisch gelegt habe, bekommt eine Belohnung. Darin bin ich richtig gut. Ich habe schließlich auch eine 1 in Bio. Streberin, ich probiere es zuerst aus. Was soll das denn sein? Achte auf die Farbe. Grün. Ist das etwa ein Blatt? Ja, sehr schön. Du darfst dir eine Schlange nehmen. Eine Schlange? Natürlich eine aus Gummi. So, mal sehen, was ich habe. Was soll das denn sein? Soll ich mal schauen? Okay, ich habe keine Ahnung. Moment mal, das sind Zellen. Ich erkenne das am Zellkern. Und die Farbe? Das könnte eine Zwiebel sein. Das ist richtig. Wie ist sie nur darauf gekommen? Kommt ihr mit in den Musikraum? Ja, okay. Schön, dass ihr da seid. Hier könnt ihr Stopp tanzen. Maja, du darfst den CD-Player bedienen. Ja, gerne.
Bennett, du hast dich bewegt. Na toll. Weiter geht's. Mann, genau jetzt ist die Musik aus. Oh, Pia gegen Annie. Das wird spannend. Tja, Annie, ich war besser. Oh Mann. Zur Belohnung will ich in den Kunstraum. Ja, okay. Da ist bestimmt auch Frau König. Also wir gehen lieber in die Pausenhalle. Hallo, ihr zwei. Bei mir könnt ihr Schlüsselanhänger basteln. Hier liegt alles, was ihr braucht. Viel Spaß. Ich nehme mir eine Schnur und blaue und grüne Perlen. Cool. Was ist denn hier aufgebaut? Aber Moment mal, wer ist denn die Person im Teddykostüm? Hallo Kinder! Monsieur Petit, hätte ich mir denken können. Mal sehen, ob ihr es an die andere Seite schafft, ohne hineinzufallen. Nichts leichter als das. Komm, Tim! Juhu, geschafft! Sehr schön! Ihr könnt euch etwas vom Buffet nehmen. Oh, Herr Winter, wollen Sie nicht auch mal? Bin ich nicht viel zu alt dafür? Ach Quatsch, um Spaß zu haben, ist man doch nie zu alt. Na, wenn ihr meint. Ah, Hilfe! Worauf habe ich mich hier bloß eingelassen? Ich glaube, ich bleibe für den Rest des Tages hier liegen. Ich wünsche euch noch eine schöne Faschingszeit. Ansonsten hoffe ich natürlich, dass euch diese Geschichte gefallen hat. Dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Dann tschüss, bis zum nächsten Mal.